Jetzt war ich eigentlich schon zurück am Weg zur Baustelle, haben wir gedacht, ich weiß alles, was ich wissen muss, und dann hat er wieder eine Überraschung für mich parat, der Josef. Du hast gesagt, ich muss den Schaum wassern. Was, wo, wie? Ja, der 1K-Schaum gehört gewassert. Und zwar hat das den Grund, dass diese Zellenstruktur, was der Schaum aufbaut, wenn er aushärtet, einfach fein strukturierter wird und dass der Schaum auch durchhärtet. Okay. Ich habe da jetzt mit dem gleichen Schaum ein Beispiel gemacht. Das ist ein ungewassert. Ja. Und das ist der gleiche Schaum gewassert. Und du siehst allein schon vom Volumen, dass er viel mehr aufgeht. Und das Wichtigste ist das, wenn ich ihn aufklopp, ich habe dann aufgeschnitten, dass die Zellenstruktur, wenn du reinschaust, da viel grüßlicher ist und einfach Blasen drin haben und da ist er viel feiner. Ja, ist ein Riesenunterschied. Ist ein Riesenunterschied. Und das macht nur das Wasser aus. Und das Wasser mit dem einfach zusprühen? Genau. Du nimmst unsere Pumpflaschel, das nimmst mit und dann spritzt du in die Fuge ein Wasser rein. Und auch immer pro Schaumschicht ein Wasser. Und nachher härtet er wunderbar aus und du hast dann wahnsinnig guten Effekt. Herrlich. Und jetzt darf ich wirklich zurück auf die Baustelle. Jetzt darfst du wirklich und du darfst die austoben. Viel Spaß. Jawohl, ich freue mich drauf. Danke. Danke, ciao.